Und ich kann es doch wieder gucken. Dass ich auf normalem Wege seine Leben abziehe. Geradeaus weiter. Mir läuft die Zeit davon. Ich habe nur noch 8 Runden. Jetzt geht es natürlich wieder in die andere Richtung. Ich muss eigentlich hoffen, auf ein Ereigniswelt zu kommen, wo es wieder dieses Ereignis gibt. Alle Herzteile werden wiederhergestellt. Das ist halt irgendwie so gerade meine gefühlt einzige Hoffnung. Wieder ein Minispiel, Junge. Alles klar. So, ich glaube, A war einfach nur springen nochmal und B fangen, genau. Junge, wie dumm. Ja, gut, das habe ich selbst verschuldet. Aber diese Fang-Animation ist auch so komisch, so ich stand nur direkt davor. Auch Mario hat sich irgendwie schwer getan, hat es erst nach gefühlt 3 Minuten gefangen. Junge, was ist das? Bowser-Bagger, ja, das war's mit dem Schießen, ne? Ach nein, der Kack. Oh, ich dachte, das war's mit diesen Feldern abschießen. Gott, in dem Minispiel bin ich ja so schlecht. Ein bisschen in der Mitte stehen. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Erste Mal gewonnen. Verliert er dann aber seine Verteidigung. Bringt mir nichts. Muss ich eigentlich hoffen, dass er wenig würfelt? Ja, natürlich nicht. Das Ding ist, ich werde bestimmt nicht das Glück haben, dass das jetzt nochmal nach rechts geht. Aber das wäre halt die Möglichkeit gewesen. Ich
komm, please. Mach das Laufband nach rechts, please. Yes! Oh mein Gott. So wichtig. Aber ich mache ihm auch nur einen Schaden. Wobei jetzt... Jetzt muss ich hoffen, dass ich einen Charakter kriege, der mindestens 2 Schaden macht. Oh, wer war's? Okay, Piranha-Pflanze. Nein! Zu spät gedrückt. Oh, ich bin so dämlich. Okay, aber ich mache ihm trotzdem immerhin schon mal einen Schaden. Besser als nichts. Jetzt überlege ich gerade. 2. Hier lande ich auf dem Upgrade. Jetzt hat die Frage, wie viel der würfelt dann, ne? Komm, scheiß drauf, ich gehe nach links. Oder dass ich so viel würfel, dass ich ihn nicht nochmal einhole. Dann mache ich ihm 2 Schaden und dann gehe ich in Führung. Das wäre sehr wichtig. Bitte würfel sehr wenig. Eine 10 her. Alles klar. Okay. Mit einer 3 kommt er gleich wieder auf dieses Dingsfeld. Oh, das ist so knapp schon wieder. Es ist so knapp. Nur ein weiteres Leben abziehen. Aber ich ärgere mich immer noch über die Scheiße mit der Piranha-Pflanze, ne? Mir wäre es wahrscheinlich fast schon besser gewesen, wenn das Roulette nicht verlangsamt gewesen wäre. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden, wen ich nehme. Oh, Mann, das ist so ärgerlich. Ich hätte jetzt schon in Führung sein können. Ich stell dir vor, das sorgt jetzt dafür, dass ich es nicht noch schaffe zu gewinnen. Das wäre so ärgerlich. Würfeln. Na gut, der hat kein Dings. So, please würfel eine 3. Natürlich nicht. Ich glaube, ich komme auf ein Minispiel, oder? Jo. Mal wieder. Ich glaube, so viele Minispiele hatten wir noch nie in so einem Duellspielbrett. Ja, man startet direkt mal mit so einem Kack hier. Hätte ich vielleicht noch kriegen können. Gut. Das Ende war sehr gut. So, komm. Ich muss den irgendwie einholen. Thank you.
Wie gesagt, ich muss hier nur ein weiteres Herz dann abziehen, weil dann ist Gleichstand und dann zählen die Münzen. Okay, sehr gut. Please. Oh ja, das ist es. Schon wieder ein Minispiel. Guck mal, ein Fragezeichen. Top. Okay, wie viele Runden sind noch? Noch zwei. Komm. Das darf eigentlich nicht mehr schief gehen. Wurf nur eins. Ach, schade. Komm, jetzt schon wieder ein Minispiel. Nein, noch nicht. Da geht die ganze Zeit hin und her hier. Mario sitzt aber richtig am Arsch. Keine Münzen, keine Partner. Und jetzt kommt noch mal ein Minispiel. Sollte nicht mehr entscheiden. Aber ich will es jetzt nochmal irgendwie versuchen. Ich will jetzt dieses Minispiel endlich mal gewinnen. Nur einmal in diesem Let's Play möchte ich das noch schaffen. Ja, ey. Das ist doch so ein Mist. Die Störung ist wirklich kacke. Das ist das Problem, wenn du mit Tastatur spielst. Okay, das ist zumindest eine schnelle. Da müssen wir uns nicht lange mit aufhalten. So, es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr schief gehen. Das wäre ich nur auf den Scheigeil-Dings komme. Könnte ich halt irgendwie noch alle Münzen verlieren. Da wir aber nicht gleiche Anzahl an Herzteilen haben, sondern mehr, gewinnen wir dann trotzdem. Deswegen würde das passen. Ich frage mich eigentlich gerade, was ist, wenn man gleich viele Münzen hat und gleich viele Herzteile? Wer gewinnt dann? Gab es so einen Fall schon mal? Ja, das ist auch nicht mehr nötig. Ja, komm. Wir haben es geschafft. Ich habe es am Anfang der Folge noch gesagt. Lange her, dass wir mal in der Aufnahme im ersten Versuch so ein Duell gewonnen haben. Heute ist es mal wieder soweit. Ich
Ich muss dieses Spielbrett nicht oft dann nachholen. Aber ich bin immer der Held, zumindest sagt er das. Du hast wieder gewonnen. Es führt kein Weg daran vorbei. Gib mir deine Sammelkarte. Yay! Uns fehlen nur noch 2 Sterne. Doch es bleibt keine Zeit, sich auf sein Lorbeeren auszuruhen, denn das Schön-Sternchen wartet. Was ist da los? Es gibt also doch Daisy, okay. Warte, das heißt, dieses Mal kriegen wir direkt ein Duell? Bitte was? Tatsächlich, es gibt dieses Mal direkt ein Duell. Dieses Mal gibt es gar nicht erst das normale Vierer-Spielbrett. WTF. Die Augen vom Millennium-Stern. Naja, egal. Das Duell gegen Daisy gibt's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge.